weiteren Seafan-Mission The Sword of Dracul. Ja, wo wir wieder einen Kill machen dürfen, und zwar den Wladimir. Ja, dann sollen wir das Schwert von den Dracul stehlen, oder das Sword of Dracul, worum es eigentlich auch hauptsächlich geht. Und wir sollen durch die Vordertüren wieder abdüsen. Übrigens schön hier, dass hier Dollarzeichen hier davor eingeblendet wird. Also wir sollen 600 Dollar sammeln. 900 auf Hard und auf Experte 1200. Zusätzlich kommt dazu, wir sollen, was? Heal Room? Tiara, okay, oh, ich habe echt einen Knick in Optik. Die sollen wir noch besorgen. Ich hoffe, das gibt noch ein bisschen Loot da drauf. Das wäre nicht schlecht. 1200, bin mal gespannt, wie die Mission wird. Und wir haben einen Shop am Anfang. Oh, wir haben sonst nichts. Weise wählen. Also auf jeden Fall ein Seilpfeil. Wasserpfeile. Und ein Breitkopfpfeil. Mehr geht leider nicht. Ei. Okay. Fängt gleich an mit draußen und Grusel und Karte. Unknown Location. Ah, aber wir haben ja Dietriche. Ach, Mariten. Mariten und... Hä? Das ist ja ein bisschen random. Okay, wir haben also am Anfang einen Geist, der hier hinten rumwuselt. Der Eingang ist auf der anderen Seite. Dann haben wir da eine Wache und einen Hamariten. Das ist... Was denn nun? Hä? Ich habe nur einen Dietrich? Okay. Ich dachte erst, vielleicht ist das jetzt ein Bug oder so, aber ich glaube, im Shop war es auch nur einer, oder? Da habe ich gar nicht so explizit drauf geachtet. Auf jeden Fall haben wir hier einen Schalter. Kann ich hier ein bisschen rein? Ich könnte versuchen, hier rein zu klettern. Das geht nicht. Okay. Ich glaube, anders werde ich das nicht schaffen, hier reinzukommen. Okay, das sind nämlich jetzt ganz wichtige Schalter. Downbridge. Castle to Front Door, Exit Gate. Machen wir mal einfach mal alle auf. Ah. Brauche ich einen zweiten Dietrich oder was ist da los? Warte mal kurz. Man hat immer einen. Ich war jetzt gerade überlegt, ob auf normal der Dietrich, ob man beide hat, aber dem scheint nicht so zu sein. Es gibt aber auch keine Aufgabe, dass ich Dietriche zusammenholen soll. So, das Tor ist offen. Scheiße. Ich dachte, es ist dunkel genug. Ist dort jemand? Einbrecher. Obacht, ihr werdet zerschlagen. Warte mal. Hat sich irgendwie hier was geändert? Vorhin war es doch nicht so hell. Oder hat die Wache in der... Ach, der hat in eine andere Richtung geguckt. Okay. Jetzt dreht er sich da hin. Okay, und das scheint das Schloss zu sein. Oh nein. Soll ich auch noch an Zombie vorbei, oder was? Untote. Ich könnte die Toten... Könnte ich ja auf meine Gegner hetzen. Ist ja auch noch ein Zombie. Oh Gott, hier sind überall Zombies. Schädel. Die Armee der Toten! Hey, jetzt ist ein Besoffener. Was sind das? Seilpfeile? Ja. Okay, dann hätte ich den Seilpfeil gar nicht kaufen müssen.
frage mich, ob die den angreifen. Ich glaube, die reagieren nicht darauf. Das ist ein bisschen lame. Aber mir gefällt, dass hier so, dass das nicht so glatt ist, sondern so ein bisschen wuchtig. Also, ihr wisst schon, hügelig. Das ist hier doch ein bisschen... Ach, Mooshai. So, und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu den Geist. Nee, warte mal. Könnte das die andere Tür sein? Hä? Ich hatte den Dietrich gerade irgendwie bekommen. Hä? Aber er funktioniert nicht. Kommt mal mit, meine Freunde. Habe ich gar nicht gecheckt, dass ich den Dietrich einfach mit aufgesammelt habe. Aber schön, dann haben wir jetzt schon den Dietrich. Ach, die sind so langsam. Ich kann's nicht knacken. Okay. Komm, wir wecken einfach alle auf. Oh Gott, mein Ohr. Ey, du Schimmelkäse da hinten auch. Ja. So, dann kommt mal mit. Den kriege ich da nicht raus. Oh, schön, schön. Jetzt kommen sie. Angewackelt. Jetzt bin ich mal gespannt. Warte mal, ich mach mal hier ein Save. Falls alles schief geht, dass ich halt das anders mache. Ich hätte auch hier rausgehen können. Also ich bin jetzt sehr, sehr offensichtlich. Wo sind denn die ganzen Typen jetzt? Ach, da hinten. Naja, komm, komm, komm. Oh shit. Meine Einbildung spielt mir Streiche. Ah! Alles ist ruhig. So, jetzt sehen Sie mich. Wer da? Ist hier jemand? Ich frage mich, ob der Hammerit... Jetzt ist alles still. Ob der Hammerit sie bekämpft. Oh nein, sind die... Sind die alle verbündet? Wie war das mal mit Lebende und Untote? So, ich gehe erstmal zu der... Das ist die andere Tür hier vom Friedhof, oder? Dann dürfte das nämlich nicht funktionieren. Okay. Okay, dann klappt mein Plan nicht. Hab ich da nur gesehen. Ich wollte die eigentlich so schön reinlocken. Ist da jemand? Ich höre nichts. Das war wohl. Ich gehe mit beiden Dietrichen nicht. Was ist das? Fuck! Hey! Nimm den Zombie! Nimm den Zombie! Nimm den fucking Zombie! Stehen bleiben! Wo bin ich hier? Oh, ist hier das Schwert? Ein Thronsaal. Wo bist du, Dieb? Hi, ich bin der Garrett. Du kannst keinem. Okay, das ist artet hier ein bisschen aus. Okay, dann machen wir das anders. Wir springen in den Wassergraben. Und lassen die Zombies Zombies sein. Jetzt habe ich natürlich alle aufgeweckt. Oh, wie ist das denn? Wen habe ich denn hier rausgeholt? Wer bist du? Du bist Korps. Hallo Korps. Oh, hier ist was. Oh. Eine schöne Gegend hier. Die Toilette.
Also nicht mein elegantester Auftritt, aber sehr effektiv. Ja, definitiv. Oh, das ist finde ich schön. Ja, da ja ein Waschbecken nur aus Wandteilen gesetzt. Also ihr wisst schon über diese Drummit-Wände. Ist ja quasi kein Objekt. Ist einfach nur eine Wand. So, okay. Jetzt sind wir hier drin. An sich ist das ja ganz cool gemacht, aber ich finde das halt ein bisschen lame mit den Toten, dass das nicht funktioniert. Okay, warte mal. Läuft der nur im Kreis? Ganz schön viele Fliesen hier. Und warum sind die Hammeriten? Ich mache hier mal einen Hard Save. Hard Save. Wie viel gibt das so? Okay, nicht so viel. So, jetzt kommt der Thronsaal. Thronsaal. Ziemlich überzogen. Vor allem, ich habe hier einfach die... Ich habe einfach das Ding offen. Oh Gott. Oh, was habe ich jetzt bekommen? Ich habe immer noch einen Wasserfall. Breitkopfpfeile habe ich doch... Ich glaube, ich habe mehr Breitkopfpfeile bekommen. So, wie was mache ich jetzt als nächstes? Oh, warte mal, ist das jetzt fürs Tor? Also wenn ich jetzt irgendwas geschlossen habe, dann ist es auch, Nein, das ist die Brücke. Deswegen können die da auch nicht drauf gehen. Rein. Oh, hier ist ein Bachmann. Der bleibt aber nur so hier hängen, oder? Die Frage ist, wo ist jetzt das Schwert? Ja, ich habe jetzt einfach nur auf die Wachen gewartet. Hi. Da hinten ist was. Das war aber nicht die Tiara, die ich brauchte. Wann kommt mein Essen? Bogenschütz. Hallo? Oh shit. Alles ruhig. Warnvolle Ratten. Ein Glück. Hinter eine Tür. Alter. Wozu habe ich denn überhaupt Dietriche? Was ist das dort im Schatten? Wozu habe ich überhaupt Dietriche? Wer ist da? Warte mal, ist das Fliese? Ist da jemand? Oh, ich hasse es. Es ist Fliese. Es ist ja alles aus Fliesen. Muss aufpassen, das ist nicht alles wertvoll. Okay, jetzt vorsichtig runter. Okay, perfekt. Wasserpfeile. Yay, das läuft. Aber kein Käse auf dem Tisch. Das ist sehr schade. Heda, wer war das? Hallo? Zeig dich. Hallo? Hier geht's noch weiter nach unten. In den Untergrund. Oh, noch mehr Zombies. Sehr zombie-lastige Mission. Unheimlich. Oh ja. Hier sonst noch irgendwas? Außer ein Blick auf was Schlimmes. Oh, ich dachte jetzt gerade. Ich höre von überall Geräusche, das ist nicht schön.
Hier ist eine Leiter, die ich hätte gebrauchen können oder so. Ich kann auch einfach hier hochklettern. Und Key! Okay, das ist hier der vom Kerker, der Bereich. Also wahrscheinlich der hier, oder? Wie komme ich da nur hoch? Ich weiß nicht, ob das in der Old Dark nicht anders ging oder so. Aber der Schlüssel funktioniert hier nicht. Oh, warte mal. Oh, das ist sehr clever, leicht anzumachen. So, kann ich das knacken? Auch nicht. Und die kann ich wahrscheinlich auch wieder nicht. Also das ist definitiv Schlüssel. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich eigentlich einen Schlüssel, um an die Kisten zu kommen. Und mit der Kisten muss ich dann hier hochklettern, um an den Key zu kommen. Ist das das? Ne, das ist nur ein Springbrunnen, oder? Ich dachte, da wäre das Schwert da oben. Ich glaube, hier irgendwo wird unten das Schwert sein. Wir müssen nur erstmal regulär den einen Key finden. Sind Sie das? So, jetzt erstmal Start und Kabinett hier. Na egal. Hallo? Zeigt euch. Wo guckt er hin? Da guckt er hin. Okay, hier komme ich natürlich nicht durch. Es sei denn, er dreht sich so um, gerade wie jetzt. Jetzt ist alles still und feindlich. Aber mehr ist hier gar nicht. Mehr ist hier gar nicht. Lasst euch erkennen, so wie ihr hier seid. Wer ist da? Hallo? Wer bewegt sich da? Hey! Ich guck mich mal kurz hier hinten um. Es müsste doch jetzt irgendwo einen Schlüssel normalerweise geben. Aber dann habe ich jetzt einen Key. Der wird wahrscheinlich vor einer der Türen sein. Das nervt mich aber ein bisschen, dass ich jetzt das so anders gelöst habe. Indem ich einfach dran gesprungen bin. Wasserpfeile nochmal. Oh, das ist gut. Können wir den ganzen Laden dunkel machen. Wenn ich euch finde, seid ihr tot. Hey, pass auf, dass du nicht ins Wasser fällst. Wo bist du, Dieb? Du hast einen Key, du hast einen Key! Du hast die ganze Zeit einen Key! Okay, warte mal, ich habe ja hier gespeichert, okay. Jetzt ist wieder alles. Lasst euch erkennen, so wie ihr hier seid. Okay, dann warte ich, bis der. Oh. Ich mag es! Au! Na egal. Eine Bewegung. Dachte, ich sah. Okay, jetzt drehst du dich wieder so um, bitte. Uah. Bisschen schlecht die Stelle hier. So, hier bin ich safe. Okay, also der eine hat einen. Zu viel Kaffee heute Morgen. Das reizt die Nerven. Der hat auch alles einen ruhig. Captain's Room Key, okay. Ich will aber noch den anderen Key haben. Warte mal, ich mach mal hier einen Hard Safe wieder. Hallo? Zeigt euch. Wer macht denn hier? So, warst du das? Hattest du den Key? Also gut. Was ist das? Dreht euch gar nicht. Nee, du hast es nicht. Es war der Typ, der da rumgelaufen ist. Okay, also schön wieder raus. Zeigt euch. Hätte was gesehen. Warte mal. Kann ich ins Wasser? Ne, da hört das der Hammerit. Ich warte erstmal, bis der vorbei ist. Der hat den Key. Und dann kann ich nochmal die Toilettenseite nehmen. Und dann gehen wir alles durch. So, was für ein. Oder das ist für die Box im Dings. Wer ist da? Wer hat das gesagt?
Ja, es ist die Kiste. Es ist die blöde Kiste. So, jetzt ist die Frage, was ist in der Kiste? Was ist? Ich sehe nichts mehr. Noch ein Key. Es ist doch so eine Art Schnitzel, ja. So, was ist das für ein Key? Outer Field Door. Das ist wahrscheinlich dann da auf dem Friedhof. Wir spielen das einfach mal mit. Wer ist da? Sag, hast du da drüben jemanden? Lasst euch erkennen, so ihr hier seid. Die Frage ist, funktioniert der auch hier? Ja. So, jetzt ist die Frage, funktioniert der auf dem Gitter, auf dem Friedhof? Oder muss ich da auch wieder ein extra Key bekommen? Nein, das geht nicht. Okay, den habe ich komplett ausgeraubt. Der ist auch total weg. Ja, das bringt mir jetzt nur eine Abkürzung, aber jetzt nicht unbedingt mich weiter. Dann brauche ich den Key nicht mehr. Ja, ja. Gaby, du musst doch nicht immer alles hinschmeißen. Doch, muss ich. Okay. Was ist eigentlich, wenn ich hier versuche hochzuklettern? Geht das? Das müsste nicht gehen. Nee, geht nicht. Okay. So, ich bestimmt ist hier das Ziel. Irgendwie. Ich war das Ziel schon vor Augen. Okay, jetzt warte ich, bis der Marie-Typ weg ist. Und dann gehen wir nochmal hier rein. So, wo war's? Hier war es doch irgendwo, oder? Genau, bei dem Typen, der da ertrunken ist. Die Story würde ich gerne wissen. Wieso ist der da trunken? Ist der ins Klo gefallen? Man hatte keinen Seilfall. So. Jetzt sind wir wieder drin. Okay. Captain Key. Da vielleicht dieser eine... einer Raum da, den wir da gesehen haben. Das ist der Zivilist, die Typi. So, und hier müsste... Was ist das doch? Ja, das ist der Captain. Tja. Captain, mein Captain. So, oh nein, jetzt hat er den wieder eingesammelt. Ich wollte das nicht. So, Captain's Log. All of the men are missing. The count told me there are plenty of other men in town to replace any cowards who run away. Captain of the Guard. Captain Louis. Ja, es ist. Hier, guck mal, hier hat er gar nichts geschrieben. Hier hat der Captain of the Guard gemacht und hier hat der Captain Louis geschrieben. Erhitze Key in the poor Lord Maurice Tomb. Only a drunken lunatic would attempt to go into that cemetery at night. Okay, also da erwartet mich noch ein Schlüssel. So, aber die Frage ist, was kriege ich jetzt hier beim Captain-Typ? Kriege ich da jetzt den Schlüssel für den Cemetery? Für den Friedhof? Alter, voll die Schnitzeljagd. Okay, und das ist jetzt... Cemetery Tomb Key, okay. Na gut, dann... wieder raus. Was ein bisschen schade ist, dass die Musik, also Musik, dass es überhaupt keine Musik gibt, also keine Ambiente, so still ist, das ist ein bisschen nervig. Aber es ist eine, wirklich eine Schnitzeljagd. Tomb Key.
Ich habe auf jeden Fall den anderen, den nächsten Key bekommen. Es ist. Morning Chamber. Railing Chamber. Ist es vielleicht das, was jetzt. Ist es vielleicht jetzt die unten, das Ding? So, aber das Problem ist, ich komme jetzt hier nicht mehr raus. Der Geist läuft auf jeden Fall normal wieder weiter. Okay, dann wieder rein ins Schloss. Rein ins Schloss, wieder raus ins Schloss, wieder rein ins Schloss, wieder raus ins Schloss. Also ganz ehrlich, entscheidet euch doch mal. Ich glaube, also beim ersten Mal ist das noch spektakulär, wie man hier reinkommt. Aber danach... bisschen nervig. Wo war das? Hier unten ist ja gleich die Treppe, okay. Dann gehen wir nach unten, gucken, ob da der Key funktioniert. Mir kommt es aber so vor, als hätte ich noch Sachen verpasst hier. Hier waren wir, genau, hier waren wir ja auch schon drin. Hallo? Wer seid ihr? Mann, hör doch auf! Der fällt den Treppen so runter, weil er X-Beine hat. Was ist da los? Nee, es ist das. Okay. Und da krieg ich dann eine Key dafür? Ich muss aber sagen, es sieht schon geil aus. So, jetzt haben wir hier oben Holz. Das könnte man vielleicht nutzen, um dahin zu kommen. Warte mal, ich mach mal da einen rein. Ich mach da mal einen klar. Wie viele Wasserpfeile haben wir? 4. Gut. So, was ist jetzt in den Räumen da? Ist das nur eine Folterkammer? Okay, ist hier eine hier sind die Wachen gestorben. Und hier haben wir noch Kisten. Und eine Leiter. Also ich hätte jetzt schon eine Kiste. Oh, Alter, erschreck mich nicht so. Noch ein Key. Gate Storage Key. Okay, und das muss das da sein, wo sozusagen die Kisten dann sind. So, warte, jetzt gehen wir wieder hier rein. So, jetzt lasse ich erstmal. Also das hier ist dafür. Genau. So, und der ist hier der Railing Key. Warte, wo ist er? So, und jetzt hätten wir sozusagen die Kisten bekommen. Dann hätten wir hier die Kisten hingestellt. Wie gesagt, ich mache das so, wie es die Mission geplant ist. Ich will hier nicht tricksen, ne? Ihr wisst ja, ihr kennt mich. Ich will es immer ein bisschen fair haben. So, wir machen das ja mal so richtig schön oldschool. So, dann hier drauf und dann hier drauf. So, und dann würde ich jetzt den Key bekommen. Aber wir sind hier noch nicht fertig, denn da ist ja noch was. Schnupper, Schnupper. So, was haben wir hier? Die Tür ist zu. Was bringt es eigentlich, das Licht anzumachen? Das macht doch gar keinen Sinn. Warum sollte ich hier das... Gut, okay, in der Old Dark Version ist das hier mega, müsste das mega dunkel sein. Alter, die Leiter. Dass die steht, ist ein Wunder.
Also in Old Dark ist das hier mega dunkel und ich glaube, dann ist es nützlich, dass man das Licht anmacht, aber es ist halt für Zombies halt nicht so schlau. Oh, Elektrizität. Kann ich hier einfach rein oder kriege ich hier Elektroschocks? High Voltage steht da. Ich will ja die Leiter, bitte. Da ist was. Das sieht interessant aus. Exit Gate Power Feed. Okay, wahrscheinlich hätten wir das machen müssen, weil wir sonst gar nicht rauskommen. Jetzt ist die Frage, wo ist das Exit Gate eigentlich? Ich habe immer noch nicht das Schwert. Und die Tiara habe ich auch nicht. Oh nein, jetzt auch noch Hounds. Abgeschlossen. Warte mal. Ah. Und gucke mal, was da hinten ist. Okay, da gehen wir gleich hin. Das war der Fuß vom Zombie. Okay, jetzt ist die Frage, wie läuft der der Hound rum? Ist das Fliese? Es ist Fliese. Die Statue ist umgekippt da drüben. Warte mal. Da kann man sich rein verstecken. Ich bin nicht da. Wir warten kurz. Weil der läuft ja dann wieder da rechts rein, oder? Oder links? Rechts rein. Ja. Der kommt... Oh Gott. Der kommt gar nicht in die Nähe von dem ganzen Scheiß hier. Das ist aber das Auge. Ich soll doch das Sword of Dracul stehlen. Und wir sollen Vlad killen, wer aber auch immer Vlad ist. Ich kann das Auge nicht klauen. Ich habe aber auch gar kein Schwert. Mann! Bist du Vlad? Bist du Vlad? Bist du Vlad? Was? Das ist Vlad? Na gut, hier. Ich gebe dich zum Auge. Okay, der wurde wahrscheinlich durch das Auge korrumpiert. Ich finde den Altar, der sieht echt cool aus. Den mag ich. Der wurde korrumpiert und... Ja. Ah, und das ist jetzt die Dame. Die in Jesus... Nee, die sieht aus wie ein Zombie. Ich glaube, sie ist tot. Hier ist ein Buch. The Man Fool Captain of the Guard has no clue I have enlisted? Ach so, enlisted his man into the following of the master. Also living will become undead. Aha, aha, aha. Count Vlad. Also der will alle zu Untote machen. Jetzt habe ich noch den Key, den brauche ich eigentlich nicht mehr. So, das. So. Ich habe ihn einfach tot geprügelt. Ich brauchte nicht mal sein Schwert. Wobei es ist das Sword of Dracul, also es hat ja gar nichts mit ihm zu tun, glaube ich. Weil er ist ja Vladimir. Na komm schon. Und das war die Tiara, oder was? Ja. Okay, sie haben wir. Eine Maske, die nichts wert ist. Achso, wie sieht mein Lootstand aus? 1200 brauche ich und ich habe 860. Das ist mies. Heiltrank und sowas alles noch. Ja, ja, sie ist eine Untotin. Ist natürlich noch Thief 1.
Da gab es ja noch keine richtigen weiblichen Untoten. Was habe ich jetzt geöffnet? Nebenan. Hä? Was habe ich geöffnet? Hey, was habe ich bitte geöffnet? Hey, was hab... Warte mal, die Türe hier? Ne, die auch nicht. Welche Tür habe ich geöffnet? Was genau hat sich geöffnet? Das klang sehr nah. Hier ist ein Feuer, was ich nicht sehe. Seht ihr irgendwas? Oder habe ich ihn aus Versehen wieder ausgeschaltet? Hier ist nichts. Da ist nichts. Auch kein Schalter an der Seite oder so. Dass es Sinn ergeben würde. Ich bin verwirrt. Da ist auch noch zu... Was genau macht dieser Schalter? Das habe ich natürlich leider schon gespeichert. So, ist der jetzt wieder umgelegt? Jetzt nach unten gedrückt. Ich bin verwirrt. Was genau öffnet sich? Ich glaube, die muss den so machen, oder? Ist definitiv da irgendwo. Okay, gut. Dann muss ich das anders noch rausfinden. Jetzt ist die Frage, ist hier noch ein Schalter oder... Ah, warte mal. Das hier? Hat sich das hier geöffnet? Okay, ich habe Angst. Treasure Room Exit Key. Gate. Wo ist der Treasure Room? Oh Gott. Was ist das? Ist es das Schwert? Das ist es. Ein Schwert. Sieht aus wie Konstantins Schwert. Noch ein Schwert. Den Loot haben wir auch erledigt. Jetzt heißt es nur noch abhauen. Warte mal, die Schädel sind nichts wert. Die bringen mir nur was, wenn ich die anderen Knochen habe. So, jetzt habe ich alles, oder? Ja, ja, das habe ich noch, das blöde Horn. Ich kann es nicht mehr ablegen. Warum ist das Horn noch Quintus hier und der Schlangengreif? Das ist so, das merkt... Oh, das ja, das ist schön. Da, warum sah das nicht so aus? Man merkt so richtig, dass das noch so die ersten Fan-Missionen war, wo die Leute noch alles reingenommen haben. Die Talismane sind ja auch sozusagen da. Gut gemacht, Dieb. Jetzt habt ihr eure Jagdbeute. Werdet ihr auch mit heiler Haut entkommen? Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Das Auge ist ja da und hier sind die Talismane. Ich höre Geister. Oh, jetzt kommt die hier rein. Ich habe keinen Lärmpfeil. Ich könnte das ganze, den ganzen Raum hier... Warte mal, abdunkeln.
Wo ist der Key? 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 Ja. Okay. Dann ist das der Exit-Bereich hier. Nee, hier ist nur ein... Das Ding hat sich nur geöffnet, dass die ganzen Untoten rausgekommen. Was? Die haben einfach das Ding geöffnet. So, warte mal. Jetzt ist die Frage, wo ist jetzt das Exit? Das hier kann ich nicht öffnen. Wo ist das Exit jetzt? Da muss ja irgendwas noch... Da drüben vielleicht? Das ist ein Heilbrunnen übrigens. Ich versuch's mal übrigens mal wieder. Ohne Mucks. Ohne Mucks. Warte mal. Ja, das ist dumm. Okay, ich hätte das... Obwohl, das Sci-Fi bringt ja auch nichts, wenn ich sie dran lasse. Also von daher... Ich muss versuchen, da jetzt ranzukommen. Warte mal. Also, für alle, die selber Probleme haben, mit Sci-Fi da ranzukommen, immer möglichst so, dass ihr sehr viel Abstand dazu habt. Also nicht direkt so stehen. Das funktioniert nicht. Sondern... Versucht immer ein bisschen so an die Kante des jeweiligen Dings zu gehen. Dann geht ihr so ein bisschen weit runter, dass Garrett mit einem Bein runterfällt. So, und jetzt seid ihr auf dem Sci-Fi. Jetzt nur noch reindrehen. Habt ihr gesehen? Etwa so muss... So geht's und nicht anders. Also anderes ist ziemlich risky. Shit. Von wegen, mein Auge ist broken. Ich sehe immer noch, wo ich hinschieße. Im Dunkeln vor allem. Nein, da kommt jemand. Ach, das ist nur der Raum. Nein. Nicht schon wieder. Ich muss hier weg. In die Leiter komme ich nicht ran. Also muss ich hier wieder dasselbe Trick machen. Okay. Ja, jetzt haben wir ja geübt, wie es geht. Also, als erstes den Sci-Fi anschießen hier. Dann wieder an die Kante gehen. So, hier. Versuch mit Garrett, dass er ein Bein runterfällt. Oh, oh. Ich hab verkackt. Also nochmal. Zur Kante gehen. So. So, und? Runterdrehen. Das war sehr auffällig. Die können diese Türen einfach öffnen. Das ist nicht gut. So, wo ist jetzt der Ausgang? Exit, Exit. Welche Tür haben wir nicht aufbekommen? Ich habe das Exit gar nicht gesehen. Wir haben im Grunde jetzt alles. Warte mal, YOLO. Ich renne jetzt einfach durch. Zeigt euch. Was ist das? Halt. Eine falsche Zeigt Bewegung euch, und ich mach Hackfleisch aus dir. Hier ist der Thronsaal. Das ist der Bogenmann. Das ist der Hammerit. So, hier ist die Zugbrücke. Geht euch zu erkennen. Aber hier ist kein Exit. Das Einzige, was wir noch wäre, wäre da, wo wir reingekommen sind. Keine Bewegung. Zeigt euch. Einbrecher. Ach, das ist da, wo wir gestartet haben. Warum sagt man das nicht? Warum muss da erst stehen, Wäre es nicht besser gewesen, wenn man gesagt hätte, Exit out, ach wo doch, Exit out the front gates. Ja, das waren die front gates. Es war mir aber nicht mehr bewusst, dass es die front gates sind. Und jetzt habe ich so, und da musste ich auf jeden Fall Sachen öffnen. Wir haben hundertprozentig Loot hinbekommen. Ein Toten, ist klar, wir mussten den Untoten töten. Den Untoten töten, das klingt interessant. An sich eine sehr funny Mission. Ich habe nicht sehr lange gebraucht, auf jeden Fall. 35 Minuten. Wenn man hier prima Daumen hier laden und das mehrfach laden jetzt mal wegrechnet, kann man eigentlich wenig meckern. Also ich fand sie jetzt nicht so scheiße, was wie gesagt ein bisschen seltsam war, dass halt die Untoten mit den Lebenden sich verbündet haben. Aber das könnte man ja darauf schließen, dass der Lord
dass der sozusagen ja alle zu Untote machen wollte und dass die vielleicht schon in der Metamorphose waren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich fand das cool mit dem Auge, dass der nochmal so eine kleine Rolle gespielt hat, weil hätte dem noch mit heiler Haut entkommen, dafür auf einmal kommen die Gegner. Das fand ich cool. Aber wie gesagt, es war wieder sehr viel Schnitzeljagd. Das war wieder, geh da hin, hol den Key, dann kannst du da rein, dann musst du die Tür öffnen, dann kannst du eine Kiste, einen weiteren Key finden. Nicht so bis spannend. Und auch der Loot war letztendlich, der meiste Loot war ja dann in der Schatzkammer. Ich glaube, wir hatten 800 gehabt, glaube ich. Wir hatten, glaube ich, bis 800 hatten wir so gefunden. Und der Rest war alles Schatzkammer. Ist jetzt zwar weniger als das, was wir gefunden haben. Sind ja nur 700 Loot dann in dem Fall. Aber trotzdem, die Hälfte davon haben wir wirklich durch die Schatzkammer bekommen. Also, ich weiß nicht. Also ich finde es immer cool, dass es eine Schatzkammer gibt. Aber das sollte für mich nicht so das Ziel sein in der Mission. Sondern eher optional. Da freut man sich mehr, wenn man es dann gefunden hat. Ja. Nichtsdestotrotz, würde ich sagen, 3 von 5 Zombie-Frauen. Ja. Das waren The Sword of Dracul. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns im nächsten Sea-Fan-Mischspieler. Macht's gut. Tschüss.